Welt. Hallo. Moment, können wir jetzt eigentlich reden ohne deinen Übersetzer-Menschen da? Kannst du deinen Lautstärkeregler mal auf 11 schieben vielleicht? Ah ne, da kommen wir schon. Hallo. Hat der nur eine Tasse dabei? Ist die für mich? Mr. Francis York Moore, please have some tea while it is hot. Too much coffee for your body will make it rot. You seem well prepared. Almost as though you knew I would be coming today. Mr. Stewart is particular about the best timing for all things. Now please, drink some tea and enjoy the good health it brings. I'm sorry, Harry, but I just don't like tea. Mr. Francis York Morgan, some tea with sugar is what's best admired. By your body that looks so tired, so says Mr. Stewart. Rote Samen. Harry, where did you get these seeds? Antwort macht dich nicht sehr froh, ich habe sie nämlich aus dem Klo. Sagt uns bestimmt gleich. Mr. Francis York Morgan, those seeds were found in our town, in a certain specific place. Knapp. More seeds are there, you will see, when you find that certain space. Come back to me and we shall talk, after you find that certain place. So says Mr. Stewart. Harry, so you like to play games? Mr. Francis York Morgan, a hint for you to find this location. It is most crowded and most quiet, and gives a cold sensation. So says Mr. Stewart. Ich werde es versuchen, Melvin. All right. So you're not going to talk unless I find this certain place. I'll play along. Also der Hinweis war offensichtlich der Friedhof, oder? Teepause abgeschlossen. Mal schauen, wie viel Geld mir das FBI fürs Teetrinken zahlt. $250 für eine Tasse Tee. Ich hätte mir mehr erwartet vom FBI. Kaffee schwarz. Verhindert für kurze Zeit, dass man schläfrig wird und vertreibt sogar ein wenig Müdigkeit. Kartoffel. Zack, let the treasure hunt begin. Okay. A crowded place, and yet it is very quiet there. Have you figured it out, Zack? Yeah, this is the Friedhof. It must be the graveyard. Yeah! There's lots of people there, but none of them can speak. You see? So let's get going to the graveyard. Okay. Graveyard, here we come. Aber erst... Moment, was wollte ich machen? Ah ja, genau. Schauen, ob ich die Musik noch leiser machen kann, ohne sie auszumachen. Weil... Gewalterzeugung. Was? Okay. Ich kann hier irgendwie gar nichts. Toneffekte. Aha. Musiklautstärke. Machen wir noch... Machen wir Musik mal auf... Im Grunde ist die immer so super laut. Machen wir die mal auf 40. Die Toneffekte machen wir auf 50. Und ich mache das Spiel insgesamt ein bisschen lauter im Stream. Machen wir vielleicht sogar dann... Wisst ihr was? Machen wir... Komm, damit man die endlich mal versteht, was die sagen. Machen wir 30, 40, 100. Spiel lauter. Und jetzt dürfte man die Stimmen von denen endlich hören.
Das wäre schon echt mal gut. Abbrechen? Nein. Nicht abbrechen. Ich will auswählen. Ja. Okay, gut. Ja. Okay, cool. Jetzt könnte es vielleicht vom Sound, von der Abmischung her besser sein. Episode 3, Kapitel 15, Roter Samen. Ah ja, jetzt haben wir kein Zeitlimit. Wir können jetzt dahin, wann wir wollen. Das heißt, wir könnten theoretisch auch andere Orte jetzt besuchen. Aber wir kennen noch gar nicht so viele Orte, ehrlich gesagt. Ich bin mir echt nicht sicher, werden die noch vorgestellt? Es gibt hier noch so viel... Also, ich glaube... Hier, warte mal. Ich muss mal echt aufpassen ein bisschen. In welchem Kapitel sind wir jetzt? 3, oder? Es gibt nämlich hier Nebenmissionen und ein paar davon zumindest würde ich ja schon gern machen. Wie komme ich denn da nochmal hin? Aha, die gehen nur von Kapitel 2 bis 4. Ach so, und dann nochmal 6 bis 9. Na gut, Fallen Crusader! Dankeschön! Yay! The Bits! Schau mal, hört das, ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, okay. Take it easy on the counter. So, ich hoffe, das funktioniert. Aber yay! Bits! Ich habe gerade versehentlich was gemacht. Ich habe mich gerade verklickt. Jetzt geht Spotify auf. Ich mach's wieder zu. Okay, passt. Kapitel 9, 11, 12, 7, 9, 2 bis 4. Aber es gibt auf jeden Fall einige Nebenquests, die man auch jetzt schon machen könnte. Man müsste nur mit den richtigen Leuten reden. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mal mit ein paar Leuten reden jetzt. Finde ich, ehrlich gesagt. Ja, genau, ich hab's gefunden. Ist das nicht toll? Genau an das muss ich immer denken, wenn Bits kommen. Wenn Bits gespendet werden auf Twitch. Und jetzt habe ich den Ausschnitt. Harry Stewart. Jim Green. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wie das mit den Nebenmissionen funktioniert. Es gibt auf jeden Fall welche, die könnte ich, glaube ich, schon haben. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Schauen wir mal. Ich fahre mal Richtung Ziel, aber wenn wir irgendwo wieder in eine kleine Stadt kommen oder Leute treffen, dann reden wir mit denen. Fahren wir mit unserem kleinen Turboauto. Mit der Physik. Weißt du, die Physik fühlt sich einfach an, als hätte das Auto kein Gewicht. Überhaupt keins. Und wenn man dann auch noch den Turboknopf drückt und das beschleunigt irgendwie so lächerlich schnell, dann ist es einfach wie so ein kleines ferngesteuertes Spielzeugauto. You know what? There was one band that we both liked. We went all the way to New York to see them play. Right, Zach? It took us hours to get to New York by bus. We got to the CBGB and we were so nervous we couldn't go inside. It took us 30 minutes to gather enough courage to go inside. And inside, we were shocked. Right, Zach? I'll never forget that feeling. It was like a blitzkrieg. Blitzkrieg bop. The Ramones. That song still makes me feel good. And that's a sign of a classic. But it's amazing I got in without being asked for ID. Those were the good old days. Rock and roll high school and Chinese rock. Sheena is a punk rocker and surfing bird. And I was so depressed when I heard the news of the deaths. Original punk is one of the greatest gifts left from the 20th century. Let's hope they're still rocking on wherever they are. Ich gehe mal in die Milk Barn. Hey, guck mal, da ist George. Was macht denn der hier? Sagen wir mal hallo. Na, Zach, George. We're supposed to play along with Harry's little game, remember? I know. I'm with you on that. I don't like being played with either. But we've got 3 victims now. And we need to prevent that number from becoming 4. Ja. Man kann doch wohl kurz mal mit George labern. Thomas ist weder hierher noch zum Haus von Jim gekommen. Er sagt, er könnte den Tod von Becky und Diane nicht verkraften. Sie starben direkt vor seinen Augen. Ich weiß. Sogar ich dachte nach Dianes Tod, ich würde den Verstand verlieren. Okay, Thomas meldet sich krank, weil er die Tode nicht verkraften kann. Anscheinend.
sind halt doch so Landpolizisten, die kennen sowas nicht. Wahrscheinlich sind deren größte Probleme, dass wieder irgendwo ein Hirsch überfahren wurde oder dass irgendwer betrunken mit der Schrotflinte in ein fremdes Haus schießt oder so. Oder in den Wald. Lilly, kennen wir uns schon? Hi there. Normalerweise ist es schwer, auf dem Land alles zu kriegen, Schatz. Da wir uns aber aus der Großstadt eindecken, findest du sicher alles. Kein Problem. Dieser Laden hat genau die richtige Größe, um Sachen zu finden. Wirklich? Na, da bin ich ja froh. Hey, das finde ich auch, ohne Witz. So riesige, riesige Läden mit 100 Regalen, mit 500 Sorten Brot und 300 Sorten Nudeln und was weiß ich was, überfordern mich total und gehen mir furchtbar auf die Nerven. So etwas kleinere Läden, wo es halt weniger Auswahl gibt, aber trotzdem kriegt man alles, was man braucht. Und dann auch noch auf einen Blick, sind mir viel lieber als der Scheiß. Wenn du von Keith nicht kriegst, was du suchst, dann frag mich. Er merkt sich nur die Sachen, die ihm selber gefallen. Darum gibt es sicher Sachen, die er einfach vergisst, dir anzubieten. Wieso kümmerst du dich dann nicht selbst um den Laden? Das könnte ich nicht machen, ihm gehört doch der Laden. Es täte ihm auch nicht gut, sich ständig auf mich zu verlassen. Das Selbstvertrauen seiner Liebe darf man nicht zerstören. Findest du nicht auch, Schatz? Du bist eine sehr kluge Frau. Außerdem, Keith arbeitet auch besser, wenn er Selbstvertrauen hat. Und wenn er tüchtig arbeitet, hab ich es ebenfalls viel leichter. Ich verstehe, eine kluge Strategie. Ich hätte nicht die Geduld, diese Strategie in die Tat umzusetzen. Jetzt sei nicht so albern. Nun, willst du irgendwas kaufen? Kann ich dir zeigen, was wir haben? Ja, von mir aus. Schauen wir mal. Der Marmeladeneffekt. Ja, genau, stimmt. Neuer Anzug. Kirschblütenanzug. What? Da gibt es wirklich so Studien, dass wenn ein riesiger Turm von 100 verschiedenen Marmeladensorten irgendwo aufgebaumt wird, irgendwo aufgestellt wird, dann kommen zwar ganz viele Leute, aber kaum jemand kauft was. Und wenn da 4 Marmeladen stehen, dann kommt zwar weniger, aber die kaufen dafür was, weil sie sich entscheiden können. Da gibt es auch so kleine Untersuchungen mit so verschiedenen Schokoladensorten. Wenn man Menschen so 3 verschiedene Schokoladensorten gibt und die müssen sich für eine entscheiden und die essen eine davon und danach fragt man sie, wie zufrieden sie mit ihrer Entscheidung waren, sagen die meisten, ja, ich mag die Schokolade, ich habe mich richtig entschieden. Wenn da aber 30 Sorten sind und die müssen sich eine aussuchen, haben sie erstmal schon mal natürlich, kann man verstehen, Riesenprobleme, sich zu entscheiden. Und im Nachhinein sind alle unglücklich mit ihrer Entscheidung, weil sie immer denken, eine der anderen 29 wäre vielleicht die richtige Wahl gewesen. Deswegen ist zu viel Angebot immer problematisch. Und ich glaube, da ist halt die Schwelle individuell, ab wann zu viel Auswahl ist. Von meiner ist das sehr niedrig. Na gut. Ich kaufe auf jeden Fall den Kirschblütenanzug. Erhöht ihr Sexappeal? Yeah! Den ziehen wir morgen an, bei nächster Gelegenheit. Uhu! Nicht schlecht. Der gefällt mir. Eine Mistgabel. Coole Nahkampfwaffe. Ich hoffe, man kann irgendwie sein Inventar mal vergrößern. Das wäre gut. Holländischer. Dose mit holländischer Soße. Ich dachte schon Hollandaise-Soße, aber holländische Soße ist es tatsächlich. Komisch, komisch. Mein Gott, was die hier alles haben. Aber ich brauche nichts, danke. Reden wir mal mit ihrem Selbstbewusstsein mangelnden Ladenbesitzer. Ich wollte gerade Mann sagen, aber ich bin mir gar nicht sicher. Aber ich glaube schon, oder? Keith ist der... Ah, was haben wir denn hier? Eine Sammelkarte von Grisoch? Was? Wer bitte? Ach so, eine Gitarre namens Grisoch. Grisoch. Was weiß ich. Hallo. Hey, Bro. Hallo. Hey, FBI. Willst du dir mal unsere Waren ansehen, Mann? Wir haben genauso fetzige Sachen wie die Länder in der Großstadt. Du wirst garantiert finden, was du suchst. Zieh dich mal hier um. Ich habe gehört, dass es hier einfach alles gibt. Ist das wahr? Natürlich! Oh yeah! Ich vergesse oft, was wir haben. Ich krieg ständig Schwierigkeiten, weil meine Listen nie genau stimmen. Man fällt dir meine Listen nicht
Was? Mann, falls dir meine Liste nicht gefällt, macht dir das nichts aus. Hä? Du kannst jederzeit Lilly fragen. Ihre Liste stimmt immer ganz genau. Das werde ich beherzigen. Willst du irgendwas kaufen? Von mir aus. Schauen wir mal. Aha. Spukortkarte. Tiefblauer Anzug. Der verkauft andere Sachen wie sie. Weniger. Und kaufen wir mal auf jeden Fall den tiefblauen Anzug. Wobei der Kirsch gegen den Kirschblütenanzug kommt da glaube ich nicht an. Aber gut. Ich würde mich ja fragen, warum FBI-Agenten eine Mistgabel kaufen. Hey, wer weiß. So FBI-Ermittlungen sind kompliziert. Man weiß es nie. So, ich kaufe auch die Spukortkarten. Ich werde da wahrscheinlich nicht hingehen, weil das die Spukorte hey, man, sind quasi... The spot on the map is called Cope's Tunnel. It's one of a couple of places in town where, like, spooky stuff happens. I'll tell you a story, okay, man? But, don't go spreading it around. Okay. Spirits, they don't like publicity. Back when this place was a lumber kingdom, you know, the rockin' 80s, that tunnel was the main connection from the lumber yard to this town. Every day, huge trailers would, like, come in and out. Lots of traffic, dude. Of course, some people were, like, all up in arms. Save our nature, stop pollution, you know. Big business was pushing in here from all over the US of A. Everyone was bickering over the forest. So some of the town people got even more worked up, you know? They started a protest inside the tunnel itself. I guess maybe that was the start of all the bad times. Bad times? Oh yeah, man. Rough stuff and heavy times, man. The conservationists and the lumber workers faced off with each other. Neither side was backing down, and that made things worse. Amid all this chaos, there was a man and a woman who got engaged. Problem was that the man was a lumberjack, and the woman, she was a tree hugger. They rarely ever fought, but then, one morning, they had a lover's quarrel. People think that her love of nature clashed with his profession. But we'll never know what they really were fighting about that morning. The man shouted. He called her an idiot. And then he stormed out and went to work. If only he had known, that would be the last word he would ever say to her. When he finished his work for the day, he got in his car and drove home. When he got to the tunnel, he saw lantern lights glowing faintly. Those fools, not again. He just thought they were protesting in the tunnel again. And to scare them a little, he decided to speed up. He probably thought they'd all scatter so he wouldn't hit them, but the lights didn't move. In fact, one came toward him. A second later, there was a thud, and the lantern flew up into the air. He slammed on his brakes, too late, of course. Then, totally freaked, climbed out to see what had happened. I don't need to tell you who he hit, do I? What's more, in her mangled hand, there was a letter to the head of the lumber mill, a peaceful settlement offer. The woman had no other relatives other than the man, and the lumber mill took no responsibility for the accident. It was going out of business anyways. What happened to the man then? No one saw him again. Some say he killed himself, or simply just vanished. You know, he might still be in the tunnel, weeping over his lost love. So now, some folks say there's a ghost of a young man that haunts the tunnel. I told you it was called Cope's Tunnel, right? Well, check this out. Some people call it Corpse Tunnel now. Whoa, you better be careful, dude. Mr. FBI, if you go down there by yourself. The Corpse Tunnel. So, Nummer 14, die Karte zum Spukort A. Genau, jetzt haben wir unsere erste Nebenmission auf einer mysteriösen Karte von Keith. Aus Milk Barn, ach so, so heißt der Laden, ist Cope's Tunnel markiert. Geh zu dem markierten Ort und löse dort die Spukortaufgabe. Ah ja, von mir aus machen wir das mal. Auf jeden Fall sind das im Grunde Arena-Kämpfe, wenn man so will. Diese Spukorte. Aber gut, wir haben eine Quelle von Nebenmissionen gefunden. Das ist schon mal gut.
Spukort A kennen wir schon. Genau, kaufen wir Spukort B auch noch gleich. 4500! Okay. Gut, dass hey man, das also viel cooler this map shows a station along the abandoned extended lines track. Now that was a busy place back when the lumber trade was big. No one goes near it now, you know. It's like a train graveyard. On top of that, some folks say they've even seen ghosts there. I don't mean one or two ghosts, man. I mean like hundreds. Every now and then, a golden opportunity comes along. Super mit dem Licht. Like a chance to leave home for a while and earn a lot of money. There were plenty of them at the end of the 80s. The lumber mill was severely short-handed, so they called in a lot of outside workers. But the place was failing, and indeed it died before most of the poor guys got there. So there was like a load of labor workers that had nowhere to go. No place to work, no way to get back to where they came from. A fair amount of them decided to live on the train they had rode in on. I guess that must have been hard living, living on a train car that ain't moving. What kept them in town? Ah, now, the head of the lumber mill had been lying to them. Wait just a little longer, we'll have work for you soon, you know, that kind of thing. He was just a lying scumbag. No way to rock, man. But lies, they only last so long. With each day that passed, those unemployed guys got more angry. But then, something happened. And the timing for it was incredible. The rail car they were spending the night in just happened to catch fire. With all them inside it. Incredible timing indeed. Oh yeah, but the police couldn't find any evidence to pin it on anyone. They didn't have all those gadgets and stuff you guys got now. And the police were annoyed the unemployed guys were causing trouble. Nothing happened to the head of the lumber mill. It made the news as an accident. Hmm. But the rumor says that a large number of those boys are still living in that train car. Unaware that they're dead. Bum, bum, you better bum. Be careful, Mr. FBI, if you go down there by yourself. Spukort B, Fall Nummer 15. Cool. Cool, cool. Haben wir schon einige Fälle. Okay, sonst brauchen wir hier, glaube ich, nichts. Gut. Na gut, cool, dass wir hier reingeguckt haben. Sowas sollten wir wirklich öfter machen. Öfter mal einfach überall ein bisschen vorbeischauen. Gerade jetzt, wo wir Zeit haben, wo die nächste Quest uns keine zeitliche Vorgabe gibt, können wir wirklich mal ein bisschen bummeln. Das wird gut. Das ist gut. Sehr, sehr gut. Gut. Hey, aber jetzt muss ich mal kurz was überprüfen, weil ich verstehe nicht ganz die Angabe, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt in Kapitel 3, aber Part 7 oder so, oder? Weil ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich so viele Kapitel hat. Genau, hier steht nämlich 6 bis 9, Kapitel 6 bis 9. Aber ich wäre ja eigentlich in 3 angeblich. Das heißt, das bezieht sich gar nicht auf die Kapitel, sondern auf dieses andere Dingens oder so. Ich kann auch leider, kann ich irgendwo sehen, wo wir uns gerade befinden? Irgendwie glaube ich nicht, oder? Was ist eigentlich Profilerstellung? Ach, das sind unsere... Nee, ich weiß nicht, was das ist. Ah doch, genau. Das sind unsere Profilerstellungen. Ja, die müssen wir uns mit dem Weg anschauen. Sammelkarten. Da fehlen uns noch einige. Das sind die Hinweise, die man sammelt. Okay. Dann ist schon gut. Na gut, dann werden wir das schon hinkriegen. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Na, 20 Uhr erst. Ja, haben wir noch genug Zeit heute. Ich muss heute pünktlich um 0 Uhr, um Mitternacht aufhören, weil die Merlin morgen Geburtstag hat. Da will ich natürlich pünktlich fertig sein.
Aber bis Mitternacht haben wir Zeit. Ich fahre mal noch zum Waffenladen und zur Tankstelle vielleicht auch mal, weil... Weiß ja nicht, vielleicht gibt es da auch neue Quests. Ich hoffe, die haben überhaupt offen. Hatte der Waffenladen nicht so ganz seltsame Öffnungszeiten? Öffnung? Japp. Muss ich irgendwie aussteigen, um zu sehen, welche Öffnungszeiten der hat? Oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Nee, sehe ich das dann auf der Karte? Irgendwo kann man sich anschauen, welche Öffnungszeiten die Dinger haben. Ach, ich verstehe gar nichts mehr. Das stand doch irgendwo. Das schwebt es nicht eigentlich über den Häusern oder irgendwie sowas? Dachte zumindest. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wir sollten auf jeden Fall mal zum Schrottplatz. Und dahin glaube ich auch Georges Haus. Fahren wir mal zu Georges Haus? Wie kann ich denn gleich nochmal Markierungen machen? Gibt doch irgendwie, oder? Ach, keine Ahnung. Wir finden schon hin. Einfach da und da und dann sind wir schon fast dort. Okay, kriegen wir hin. Hoffentlich. Oh Mann. Also da lang. Dann ums Eck. Und hier runter. Ups. Ah. Das ist das Georges Haus? Nee. Ich muss auf die Karte gucken. Eine Minimap wäre so toll. Okay. Na, ich meine, es gibt eine Minimap, aber eine echte Minimap. So, Zach. About Emily. My first impression when we met her on that bridge is slightly different from what I think about her now. Don't you think she's pretty mesmerizing? And Zach, she seemed interested in you. Did you make a move on her? No, don't answer. I'm just asking. But if you like her, I won't stand in your way. But I'd like to hear the truth. Because this kind of stuff could affect our friendship, you know. Me? I'm just interested in her, that's all. It isn't love or anything. From what I can tell, she doesn't even seem to like me. It's pretty clear from how she acts when she's around me. As you know, Zach, I'm cautious with women. It's because I was badly burned in my last relationship. I really have no idea what women are thinking. That's my problem. You're pretty friendly with the ladies, aren't you, Zach? Maybe you should teach me about how to interact with women. Paul Crusader, danke schön für die Bits. Ein paar Bits für dich, Merlin. Yay! Give him the bits! The bits! The bits! Okay, steigen wir hier mal aus. Sammeln wir die Torch-Karte, wenn wir schon hier sind. Leider ist der anscheinend nicht zu Hause. Aber schauen wir mal. Geburtstags-Bits. Das Haus ist hinten komplett zugewuchert mit Efeu. George Woodman. Ob der Nachfahre von den Holzfällerarbeitern ist. Wirklich. Ein roter Baum, alles zugewuchert. Und vorne alles gepflegt mit einer kleinen Flagge. Aber hinterm Haus alles kaputt. So, wie spät ist es eigentlich? Es ist immer noch 10 Uhr. Ach Mann, ey. Hey, ich könnte nämlich, wenn ich wüsste, wann der Waffenladen aufmacht, einfach vorm Waffenladen warten, bis er aufmacht. Das wäre echt ziemlich gut.
aber ich will jetzt unbedingt zum Schrottplatz, weil ich weiß, dass man andere Autos freischalten kann. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe noch im Hinterkopf, dass der Schrottplatz involviert ist.